Am Beispiel von Microsoft kann man jetzt halt sehr gut sehen, wie sich das Monopolkapital verhält in seinen Geschäftsbeziehungen. Und das erzähle ich noch ein bisschen was über das Internet generell und die Möglichkeiten und Tendenzen auch dieser Technik umzugehen. Und zwar muss man jetzt sehen, wie das Internet eigentlich und diese Computersachen entstanden sind und wenn das dann wichtig für uns auch werden kann. Und zwar, das ist halt entstanden aus dem sogenannten ARPANET. Das war eigentlich so ein Militärnetzwerk der Vereinigten Staaten. Der Trick und das gerade das Geniale am Internet ist ja folgendes. Das Internet kann über ein bestimmtes Protokoll, das TCP-IP-Protokoll, hat bestimmt schon mal jemand gehört, kann das halt Daten zwischen verschiedenen Systemen austauschen. Das heißt, es ist vollkommen Wurst, ob jetzt der eine Rechner irgendwie ein Microsoft-basiertes System ist oder Unix, Linux, Solaris, es ist egal, man kann Daten mit von allen Rechnern austauschen. Und das Ganze wurde noch erweitert und verstärkt durch ein paar Entwicklungen, und zwar zum Beispiel die Entwicklung der Sprache Java, die ermöglicht, dass auch unabhängig von der Plattform programmiert werden kann. Das heißt, normalerweise ist es so, man schreibt ein Programm auf einem Rechner, kompiliert das dann. Das heißt, man verwandelt das geschriebene, praktisch das geschriebene Wort, macht das und das, in eine Sprache, die der Rechner verstehen kann. Und die ist aber für den Rechner, für das Betriebssystem spezifisch. Das nennt man dann das Kompilat. Und das heißt, wenn ich dann meinetwegen ein Apple hernehme und kopiere das irgendwie auf dem PC oder so, dann wird das auf dem PC nicht laufen, das Programm. Das ist ja vollkommen klar. Oder auf Linux oder so. Und Java, die Sprache, die macht Folgendes, die baut auf jedem Rechner, baut die so eine Umgebung auf und in dieser Umgebung, die ist halt auf das System zugeschnitten und in dieser Umgebung kann halt dann jede Java-Software laufen. Das heißt, man programmiert nur einmal und das läuft auf jedem System. Vollkommen Wurst, welches es jetzt ist. Und da ist natürlich ein Problem für Microsoft. Denn Microsoft hat auch schon zu dieser Zeit, das heißt, also MS-DOS hat sich ja so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre so richtig durchgesetzt, haben die einen Marktanteil von ungefähr 80% wirklich herausgeschlagen auf Intel-basierten Systemen. Was Microsoft nicht gebrauchen kann, ist eine Möglichkeit, irgendwie das Monopol aufzulockern dadurch, dass es eine Möglichkeit gibt zu programmieren, egal auf welchem System es gemacht wird. Man könnte ja das Beste nehmen und nicht nur das weit verbreitetste. Die beiden Firmen, also vielleicht soll ich noch weiter vorab sagen, das ist jetzt keine Unterstützung für irgendwelche anderen Firmen, es ist nur halt Beispiel für Monopol im Kapitalismus. Deswegen wurden die Gegenspieler von Microsoft, vor allen Dingen Sun, weil Sun Microsystems hat Java entwickelt und Netscape. Denn die haben den Browser, den ersten richtig guten Browser entwickelt und der hat halt auch sehr stark auf Java gestützt. Ein Browser ist zum Beispiel sowas wie der Internet Explorer. Das Internet gab es halt schon vorher und der wichtigste Teil, den wir auch alle kennen und nutzen, ist ja das World Wide Web. Und für den braucht man halt diese Browser. Das ist halt das Potenzial, dass sozusagen das Internet zu einem Massenmedium wird, wie jetzt beispielsweise Zeitung, Radio und Fernsehen, weil es halt so ziemlich einfach zu benutzen ist. Also es kann ja wirklich jedes Kind im Internet irgendwie Sachen zu erledigen. Das ist ja kein Problem. Aber die wirkliche Bedeutung des Browsers, wo es dann wieder auch gefährlich für Microsoft wird, ist halt, dass der auch als Mittler funktioniert, logischerweise. Das heißt, es muss nicht nur Microsoft-Rechner geben auf der Welt, weil das ist ja logischerweise das Ziel der Firma, sondern es können auch jedwede andere Rechner sein. Das Wichtige ist nur, dass halt dieser Browser sozusagen als Übersetzer fungiert und sich an bestimmte Standards hält und deshalb auch Dienste genutzt werden können, die nicht auf Microsoft-Systemen sind. Anderen Worten, theoretisch, wenn man noch einen alten Amiga hat zu Hause, einen vernünftigen Browser, dann kann man halt auch auf irgendwelche anderen Systeme zugreifen. Das heißt, es ist diese Plattformunabhängigkeit, da nennt man dann Middleware. Jetzt kommen wir zu Microsoft. Das Monopol muss geschützt werden. Microsoft hat 80% Marktanteil. Also ist natürlich kein richtiges Monopol in dem Sinne, dass sie 100% Marktanteil hätten, aber es sind auf jeden Fall 80%, das ist eine ganze Menge. Bei Büroanwendungen sogar 90%. Der Trick ist natürlich, es ist ein sich selbst erhaltendes Monopol. Das heißt, dadurch, dass halt die allermeisten Leute das bereits haben, wird auch die meiste Software dafür entwickelt und deswegen gibt es für die Anwender auch keinen Grund, irgendwie umzusteigen, weil es ja jede Menge Software dafür gibt. Und die Strategie von Microsoft ist natürlich jetzt in diesem Punkt, möglichst zu verhindern, dass sich in irgendwelcher Weise Vielfalt durchsetzt. Und dann hat Microsoft also wirklich ein paar nette Schritte unternommen dazu. Zum Beispiel, also der erste Schritt war so, dass Microsoft Netscape, das ist die früher noch, also jetzt sind die wirklich in der Bedeutungslosigkeit verschwunden, leider. Aber die waren früher starke Konkurrenten von Microsoft. Die haben halt den Netscape Navigator rausgebracht, das ist so das Pendant zum Internet Explorer. Und der erste Schritt war, dass Microsoft halt Netscape im Juni 95 vorgeschlagen hat. Also besser sozusagen keine Version des Navigators für Windows rauszubringen, also für die 32-Bit-Version, 95, 98, beziehungsweise 2000 jetzt. Als Netscape das verweigert hat, hat halt Microsoft so angefangen, eine richtig schöne Kampagne gegen die zu starten. Und das haben die halt so gemacht, dass die Firmen die Kanäle zur Verfügung haben,
um Browser zu vertreiben. Das heißt Provider oder so Komplettpaketfirmen wie zum Beispiel Dell oder so oder Provider wie zum Beispiel AOL. Da haben die halt geködert mit Vergünstigung und teilweise sogar mit Drohungen, dann doch bitte auch an ihre Kunden den Internet Explorer, wenn nicht sogar zu empfehlen, sondern sogar möglichst sozusagen standardmäßig mitzuliefern, dass es keine Veranlassung gibt, auf irgendwas anderes umzusteigen. Das haben die also wirklich teilweise auch mit Drohungen gemacht. Und also die bekannteste Drohung war halt zum Beispiel an die Firma Apple, dass Microsoft, sollten sie nicht den Internet Explorer auch vertreiben, um Netscape sozusagen kaputt zu machen, dass sie dann zum Beispiel Office für Mac nicht mehr rausbringen würden. Und das wäre natürlich, weil Office das beliebteste System so ist, wäre das natürlich für Apple ganz schlecht gewesen, also aus finanziellen Gründen, und deswegen haben die da sich dann auch trotzdem darauf eingelassen. Und zu derselben Zeit beginnt halt auch Microsoft irgendwie den Internet Explorer so technologisch an Windows anzubinden. Das heißt, hat ja wahrscheinlich auch schon jeder gemerkt, wenn man den normalen Explorer aufmacht, kann man auch oben eine Webadresse eingeben und dann geht er direkt in den Internet Explorer. Das heißt, es ist ein und dasselbe System. Das gleiche gilt dann auch für besagte themenunabhängige Sprache Java. Und das ist also wirklich unheimlich witzig. Im letzten Jahr gab es ja diesen Kartellprozess und da gab es dann auch Gutachten von Informatikern anerkannten. Das heißt zum Beispiel einer von Professor Rebecca Henderson von der Sloan School of Management vom MIT, also dem größten Computerinstitut, das es so auf der Welt gibt. Und die hat dann Folgendes dazu gesagt. Microsoft unterminierte die plattformübergreifende Fähigkeit der Java-Technologie auf verschiedene Arten. Eine Methode war,